Don't stay awake for too long. Don't go to bed. Don't make a cup of coffee for your head. We'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep. I don't wanna pass away. I've been thinking of a future, cause I'll never see those days. I know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my help. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. Wish you could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life is kinda short, but I got so many blessings. Happy you and mine, it sucks that it's all ending for too long. You're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Don't stay awake for too long. We'll make a cup of coffee for your head. We'll get you up and going out of bed. Yay! Wow. Das war richtig gut. Wie heißt du denn? Ich bin Johanna. Johanna. Ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Essen. Das ist einfach eine perfekte Performance gewesen, fand ich. Also von vorne bis hinten. Danke. Leicht angefangen. Rap, Hook, Rap, bessere Hook. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte. Für mich war das ein super gelungener, perfekter Auftritt. Also es war echt. Und mit so einem Gesamtpaket endlich mal singen und rappen und beides ganz perfekt. Ey, also damit kann man auf jeden Fall ganz, ganz weit reiten. Also richtig cool. Es war richtig, richtig mega. Ey, Johanna, das ist wirklich der Knaller. Ich war schon so nach den ersten paar Tönen und dann hatte ich kurz Angst und dachte, okay, vielleicht ist sie ja dann doch noch später irgendwie unsicher, nicht, dass ich zu früh buzzere. Und dann dachte ich so, ach komm, das ist auf jeden Fall cool. Also ich finde, rappen und singen ist halt nicht so leicht. Also dass man beides machen kann, ist echt sehr, sehr cool. Vor allem, du hast so einen coolen Flow und so einen coolen Style, dass es einfach geil ist, jemanden wie dich hier zu haben. Dankeschön. Ja, wir können uns nur unseren Vorrednern anschließen. Das ist natürlich die Königsdisziplin, die du jetzt hier abgeliefert hast. Und ich habe zu Mudo gesagt, ey, Johanna, kann alles, kann alles, kann alles. Das ist ja ein Traum. Wie kommst du, dass du so toll performen kannst? Also, ich war auch mal im Tanzverein. Das ist doch ich super. Hab mir auch selbst ein bisschen Turnen beigebracht. Turnen, Tanzen. Oh, was kommt jetzt noch? Ich kann dir auch gerne was vorturnen, wenn du in mein Team kommst. Was turnt man denn vor? Turn doch mal was vor. Also in unserem Team kann man eher so am Finale arbeiten. Okay, pass auf, jetzt wird geturnt. Oh. Ich hole mal ganz kurz hier. Was geht denn da ab gerade? Okay. Oh, hol ich wieder. Aber warte mal. Warte, ich krieg ganz kurz noch eine Nachricht rein. Warte. Ja, es gibt noch eine Nachricht, die ist gerade Breaking News, die mir aufs Ohr gesagt worden sind. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir einmal ganz kurz auf die Video-Wall gucken. Und mal kurz den Fernseher anmachen. Was machen die da? Da. Bevor es hier gleich mit Backstage Live weitergeht, noch eine Eilmeldung. Vincent Weiss wurde gerade zum Coach of the Year gewählt. Was? Wow, der Preis, der wird jährlich an herausragende Künstler in ganz Europa vergeben. Und noch nie hat es ein deutschsprachiger Sänger auf das Siegertreppchen geschafft. Das ist natürlich eine Hammerleistung. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und die hat er sich nicht nur mit seiner musikalischen Karriere erarbeitet, sondern eben auch mit seinem feinen Fingerspitzengefühl für Talent. Dass er jetzt auch die Coaches in der aktuellen Staffel von The Voice Kids abhängen wird, naja, das sagen ihm Kritiker und Fans jetzt schon voraus. Noch mehr Promi-News, dann jetzt im Backstage.
Johanna, glaub ihm kein Wort. Das ist erstunken und erlogen. Coach des Jahres, ja. Also, das ist erstunken und erlogen. Das ist fake. Das Gewinnerteam ist einfach hier. Auf so einen Schwindler darfst du nicht reinfallen, Johanna. Ich finde auch. Also wenn, dann musst du auf jemanden hören wie den hier zum Beispiel. Ich habe einen Kumpel, der hat mir so ein Video geschickt. Aha. Guck mal, ich komme mal ein bisschen näher, ja? Das kommt jetzt. Guck mal, wer hier ist. Guck mal. Warte mal. Rico Santos. Ach. Rico Santos. Ist ganz, ganz einfach. Die anderen Coaches sind alle für sich sehr cool. Mhm. Aber bei Alvaro hast du einfach alles. Du hast die Stimme, du hast den nettesten Coach, du hast den versatilsten Coach, der kann alle Sprachen dir zeigen und ich glaube, du hast mit ihm am allermeisten Spaß. Also geh auf jeden Fall, hör auf mich, geh auf jeden Fall zu Alvaro ins Team. Und hör auf mich, geh auf ihn. Du weißt Bescheid. Ey, Johanna, du hast die freie Wahl. Ich würde so gerne in deinen Kopf gucken. Aber nein. Sag uns doch am besten, wie es da aussieht. Ich glaube, wir können es gleich sehen. Das ist deine Entscheidung, Johanna. Wir alle freuen uns sehr. Du bist dran. Das Ding ist nur, dass ich richtig schlecht im Entscheiden bin. Ah, deswegen. Das kenn ich. Aber deswegen war ja Nico Darf da. Darf ich dir helfen? Ich würde dir so gerne helfen. Okay. Ich gehe zu Stefanie. Wie geil! Wie geil! Ist das cool! Aua! Alle sterben jetzt. So sieht's aus. Johanna und Team Stefanie! Das wird ganz toll. Wir werden viel Spaß haben. Bis später. Ciao!